Hallo und herzlich willkommen. Jede Menge Renn-Action. Das steht heute hier auf der Speisekarte bei RCCO Hashtag Race Home Charity Series. Runde Nummer 1 auf dem Programm. Das allererste Mal, dass wir an den Start gehen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist diese Race Home Challenge überhaupt, dann haben wir hier das erste Video für euch. These Class 1 cars are just pure joy to watch and to drive. And now we only have to focus on a new season. So let's get it started. Die Garagen der DTM sind erst einmal zu, auf unbestimmte Zeit. Stattdessen machen wir die PlayStation zur Race Station. Die RCCO Hashtag Race Home Charity Racing Series, entstanden auf Basis der RCCO eSport Series, 15 Autos im Feld und diese beiden zeichnen dafür verantwortlich. Thomas Vogt und Mike Rockenfeller. Der DTM-Champion von 2013 und der Rekordmeister der Slotcar-Rennserie RCCO. 18 Titel, 106 Siege. Früher in der Chefredaktion bei Rally Racing und als Journalist auch immer wieder mit diversen Renneinsätzen. Wann Mike Rockenfeller wieder seinen DTM-Boliden pilotiert, ist offen. Deshalb nun Hashtag RaceHome für einen guten Zweck. Ja, die ganze Welt steht wegen des Coronavirus aktuell ziemlich still und so natürlich auch der Motorsport. Wir haben viele Freelancer, die im Motorsport arbeiten und die trifft es extrem hart, weil die haben plötzlich kein Einkommen mehr und deswegen ja wirklich schwierige Zeiten. Genau den Menschen würden wir gerne helfen mit unserem Projekt Hashtag RaceHome, das wir jetzt in ganz kurzer Zeit zusammen mit Audi aufgesetzt haben. Und was extrem cool ist, dass meine 5 Audi DTM-Fahrerkollegen direkt zugesagt haben und ich so mit denen ja jede Woche auf der PlayStation virtuell Rennen fahren kann und das Ganze, und das ist das Wichtigste, für einen guten Zweck. Also dann, it's Showtime. Jetzt, wo wir alle etwas besser im Bilde sind, was dann hier passieren wird in diesen 10 Rennen, den 10 Events, die wir sehen werden und natürlich die wunderschöne Überraschung, dass keiner weiß, welche Strecke angeht, würde ich sagen, das ist das, was wir hier als erstes machen, rausfinden, welche Strecke denn heute gefahren wird. Und dafür gebe ich rüber zu unserem Race Director, Frank Bieler. Ja, die Trommel läuft. Wir sind sehr gespannt, welche Strecken wir jetzt als ersten bekommen zum Premiere-Rennen, zum Auftakt der Serie. Und ich sage Stopp. Das ist tatsächlich eine Strecke, die hoffentlich jeder kennen sollte. Ich gehe davon aus, alle unsere Starfahrer sind da sehr, sehr wissen ganz genau, was auf dieser Strecke passieren sollte. Denn es ist Spa tatsächlich. Also wir fahren durch die Ardennen, einmal rauf, runter hier die Achterbahnfahrt. Frank, das sollte doch eigentlich genau die richtige Strecke sein, um diese Serie in den Start zu bringen, oder? Da haben wir natürlich was sehr Interessantes direkt am Start. Sehr schnelle Strecke. Bin mal gespannt, wie das dann mit den Windschattenspielen hier so wird. Freue mich auf ein sehr interessantes Rennen. Ich hoffe natürlich, dass ich wenig Arbeit habe, weil solange ich nicht eingreifen muss, wird alles sauber laufen. Das Internet hat das Testrennen bereits gesehen. Ich glaube, mit wenig Arbeit wirst du auf gar keinen Fall davon kommen, Frank. Das tut mir fürchterlich leid. Aber es muss ja auch ein bisschen Action dabei sein, oder? Ja, das wollen wir ja haben. Man, letztendlich wollen wir hier eine gute Show haben und harte Fights sehen und dann bleibt sicherlich nicht aus, dass die eine oder andere Rangelei leider nochmal dabei ist. Ja, ein hochkarätiges Feld, ich bin mir mal sicher, die Jungs wissen sich zu benehmen und wenn wir über hochkarätig sprechen, dann sollten wir vielleicht auch über den Mann sprechen, der diese Renn-Action dann direkt zu euch ins Wohnzimmer, in die Küche, wo auch immer ihr euch gerade befindet, bringt und das ist Oliver Sittler. Hi Olli. Tja, herzlichen Dank, René. Hallo auch von meiner Seite. Wir freuen uns riesig an diesem Wochenende, wo eigentlich die DTM starten sollte, sind wir mit der eSport Series hier in Spa-Francorchamps zu Gast. 21 Kurven, 7 Kilometer und 4 Meter ist die Strecke lang, die Ardennen-Achterbahn, die wirklich jeder kennt. Und da können wir uns auf jede Menge Action freuen. Wie das Ganze abläuft, das schauen wir uns jetzt mal an. Das Rennformat. 10 Traditionsrennstrecken wie Interlagos, Laguna Seca oder Bathurst. Vor Beginn des Events wird die jeweilige ausgelost, die dann 15 Fahrer unter die Räder nehmen. Die 6 DTM-Audi-Piloten Loic Duval, Robin Freins, Jamie Green, Nico Müller, René Rast und Mike Rockenfeller. Dazu kommen 6 RCCO-Sims wie Bettina Schuller, einzige Frau im Feld, Deutschlands bester Modellbauer Michael Niemers oder Stefan Waschow. Dazu gesellen sich 3 Gaststarter.
Die Autos: Audi e-tron Vision Gran Turismo. 6 Sprintrennen. Das Qualifying in 3 Abschnitten mit je 5 Fahrern. Dazu ein Last Chance Q4 mit den restlichen 12. Das Halbfinale bestreiten die schnellsten 6. Die besten 2 ermitteln in einem Superfinale über eine Runde den Sieger. Knackiges Rennformat, ganz kurze Dinger, 2 Runden hier in Spa-Francorchamps, zumindest in den ersten 3 Qualifying-Abschnitten. Die Startreihenfolge ausgelost in diesem Fall. Normalerweise starten wir nach rückwärtiger Tabellenfolge, aber heute beim Auftakt ist erstmal alles anders. Und das hier ist die Startaufstellung. Q1. Und das sind die Teilnehmer des ersten Qualifying-Rennens der #RaceHome-Geschichte. Die Pole-Position in allen Qualifying-Rennen ist für die Gastfahrer reserviert. In Q1 ist das der Gewinner des Design-Wettbewerbs, der über die Social-Media-Kanäle von Audi Sport ausgeschrieben ist. Alexis Chambon, ein höllisch schneller Grafiker aus Frankreich. Los Glück hatte René Rast, dem Startplatz 2 zugeteilt wurde. Und er trifft gleich auf den anderen Top-Favoriten der #RaceHome-Serie, Michael Niemers, welch eine Brisanz gleich zum Auftakt. Startplatz 4 für den zweiten Franzosen im heutigen Starterfeld, Loïc Duval. Kein Losglück hatte die einzige Dame, Bettina Schuller, die in dieser extrem starken Qualifying-Gruppe von Startplatz 5 losfahren muss. Und noch einmal der Hinweis, nur die Sieger kommen direkt ins Halbfinale, also all in. Und damit gehen wir rein in Q1, das erste Rennen in der #RaceHome-Charity-Serie auf Paul. Alexis Chambon, der Gewinner des Designwettbewerbs, aber mit dabei Michael Niemers, der Favorit in jedem Fall. Mal schauen, wie der sich schlägt mit und gegen René Rast. 2 Runden stehen auf dem Programm und dann setzen sich gleich, wenn die Ampel ausgeht, die 5 Audi e-tron Vision GT Gran Turismo in Bewegung. Ab geht's. Es gilt, auf die Räder zu achten. Da hinten kam einer schlecht weg. Bettina Schuller ist das gewesen, bei der wir jetzt gerade an Bord sind. Von hinten auf den blauen e-tron Vision GT schauen. Runter geht's zum ersten Mal in Richtung En Rouge. Man muss auf die Reifen achten. Ganz enorm. Die nutzen sich hier schnell ab. Nicht nur in Spa, generell bei diesem Auto, das es aus dem Computerspiel in die Realität geschafft hat. In nur 11 Monaten hat Audi dieses Ding auf die Räder gestellt. 815 PS aus 3 Motoren, 1450 Kilogramm, aber 1000 Newtonmeter Drehmoment. Das merkt man natürlich auch, wenn man an der PlayStation sitzt. Die 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. Das ist ein richtiger Rennwagen. Runter geht's zum ersten Mal im Rennspeed durch die Ardennen-Achterbahn. Und René Rast drückt sich da vorbei an Michael Niemers. Ganz vorne immer noch der Franzose, der den ersten Gaststartplatz hier einnimmt. Den ersten von insgesamt 10 Rennen in der neuen Saison. Rast tut sich aber etwas schwer, sich abzusetzen von Michael Niemers. 2 Sekunden aktuell der Abstand. Das hilft natürlich dem Führenden. Alexis Chambon, der Franzose, kann sich da einfach Meter um Meter nach vorne davon schleichen. Und auch Bettina Schuller hat etwas abreißen lassen auf der 4. Position. Loïc Duval, den finden wir auf Platz 5, also ganz hinten im letzten der 5 Startplätze. Da kommt der Angriff von Niemers außen vorbei an René Rast, der wehrt sich. Niemers kommt da von der Bahn runter. Zurück auf Start und Ziel. Rast hat sich klar durchgesetzt. Hat eine Strafe wegen Streckenverlassens. Frank, wie hast du die Situation gesehen? Der 5-fache Le Mans-Sieger und Race Control kennst du ja auch aus der DTM. Hier im E-Sport ist es ähnlich. Ja, beim Anbremsen auf die Schikane war es sicherlich ein bisschen haarig. Ja, die beiden haben sich kurz berührt, wobei die eigentliche Berührung nicht wirklich zu sehen war. Nur René kam dann besser aus der Schikane raus und kriegt klar auf P2. Aber das sind Rangeleien, die wir natürlich auch sehen möchten. Wir müssen nachher sicherlich in den Hauptrennen darauf achten, dass es nicht Überhand nimmt. Jetzt hier im Qualifying
sieht man natürlich, dass man versucht, möglichst schnell irgendwie nach vorne zu kommen, weil du hast nur zwei Runden und das ist natürlich ziemlich schwierig, da Positionen gut zu machen. Niemals kurzzeitig hinter Bettina Schuller auf Platz 4 zurückgefallen, hat sich aber schon wieder vorbeigedrückt am blaufarbenen e-tron Vision GT. Niemals jetzt auf 3, hier schön im Bild zu sehen. Tolle Designs bei den Autos und im Übrigen der Gewinner des Designwettbewerbs, der wird von den Fahrern ausgewertet am Tag zuvor. Wenn auch ihr teilnehmen wollt, dann schaut auf die Website, schaut auf Twitch und spendet natürlich gerne für dieses Charity-Rennen, das den ganzen Freelancern im Motorsport zugutekommen soll, die natürlich auch hart zu leiden haben in diesen Corona-Zeiten. Hier sehen wir den Führenden, Franzosen, dessen Design von den DTM-Fahrern als Bestes auserkoren wurde. Und entsprechend hat er sich den Startplatz hier gesichert. Wir sind schon in der zweiten von zwei, also in der letzten Runde. Und er hat es bislang geschafft, sich vorne zu halten. Noch einmal Lichthupe und dann geht es über die Linie. Und damit hat er die Eintrittskarte schon gelöst für das Halbfinale. Alle anderen können sich über das Last Chance Qualifying hinterher nochmal qualifizieren. Rast auf 2, Niemals auf der 3. Loic Duval ging noch vorbei an Bettina Schuller und die Lady, die einzige im Übrigen im Feld, finden wir auf Platz 5. Q1 ist im Kasten und wir haben gesehen, da waren schon die ersten Situationen, die doch recht heikel waren. Ich würde sagen, dafür sprechen wir mal ganz auf Flux mit Michael Niemers und René Rast. Wir starten mit dir, René. Was war denn da los in der Schikane? Ja, ich hatte einen kleinen Off-Track in Blanchimont und musste eine halbe Sekunde quasi vom Gas gehen. Das habe ich dann gemacht vor der Schikane, habe mich nach innen platziert, bin vom Gas gegangen und Michael hat dann, glaube ich, die Chance versucht zu nutzen und wollte außen vorbeigehen. Und haben uns dann beide leicht verbremst. Ich glaube, Michael noch ein bisschen mehr als ich. Er hat die Schikane nicht mehr gekriegt. Ich habe sie gerade noch so gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob wir uns berührt haben. Aber der klassische Fehler von beiden Seiten. Wenn jemand wie René Rast defendet, dann ist das natürlich keine einfache Aufgabe, da vorbeizukommen, Michael. Wir haben schon gehört, da wurde es ganz schön eng. René ist sich nicht ganz sicher, ob ihr euch berührt habt. Wie sieht es aus deiner Sicht aus? Aus meiner Sicht ähnlich wie von René. Also ich glaube auch nicht, dass wir uns berührt haben. Wir waren einfach beide extrem spät auf der Bremse. Und ich kam noch aus dem Windschatten an und habe mehr oder weniger den normalen Bremspunkt gewählt. Und da hat es eben nicht ganz gereicht, dann noch einzulenken. Ja, der Windschatten gibt natürlich einiges an Speed darunter zur Schikane. Michael, für dich so als von der Sim-Seite kommend, wenn wir da auf die Starterliste kommen, ist was Besonderes gegen René Rast zu kämpfen? Ach, das ist mega. Also überhaupt gegen die DTM-Fahrer zu fahren, das ist ein wahres Erlebnis. Die wissen, was sie machen. Die liefern eine Top-Performance. Das ist das allerhöchste Niveau, was man sich vorstellen kann. Und es macht riesen Spaß, das sind lockere Jungs und ist natürlich eine Ehre für jeden, der hier mitfahren kann. Von daher, das ist einfach nur megamäßig. Gut geschlagen hast du dich auf jeden Fall. Ganz kurz, René, eigentlich solltest du jetzt wahrscheinlich woanders sein, wie die meisten von uns auf einer Rennstrecke. Außer, dass du gerade nicht da bist, was hat sich noch so getan jetzt, wo wir leider alle die meiste Zeit zu Hause verbringen? Ja, ich verbringe tatsächlich viel mehr Zeit im Simulator, da wo ich jetzt quasi drin sitze. Fahre quasi täglich auf unterschiedlichen Plattformen, Rennen. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Ansonsten, ja klar, man verbringt mehr Zeit mit der Familie und hat Zeit für andere Dinge. Aber der echte Motorsport, der fehlt einem schon, muss ich sagen. Das am Limit fahren, das Auto bewegen am Limit, das fehlt einem schon. Ich denke, dem können wir alle beipflichten. Aber fit bleiben gehört dazu. Auch im Simulator weiter trainieren gehört dazu. Und ich bin mir sicher, dass das nächste Rennen auf gar keinen Fall weniger Action bieten wird, oder Oliver?
Mit Sicherheit nicht. Also es war schon spannungsgeladen. Ein paar Überholmanöver, denke ich, werden wir noch mehr sehen im Verlauf. Aber sind ja noch einige Protagonisten auch aus dem Audi DTM-Kader mit auf der Liste, die gleich in Q2 und Q3 an den Start gehen. Aber natürlich auch die anderen Sim-Racer wie der Teammanager Björn Skotke. Den haben wir gleich auch noch dabei. Aber dazu kommen wir nämlich dann, wenn Q2 anfängt. Q2. Auf der Pole Position im Gastauto von Audi Robin Hay, der bei Audi in der Produktion arbeitet und seinen Startplatz über eine Audi-Mitarbeiteraktion gewonnen hat. Startplatz 2 für Björn Scotty Skotke, den zweimaligen RCCO-Champion. Dahinter mit Thomas Vogt und Andreas Czorsch, zwei Teamkollegen von TV Racing. Ob sie sich in Turn 1 einig sind? Auf dem letzten Platz ausgerechnet der Initiator von #RaceHome, Mike Rockenfeller. Er muss also 4 Autos überholen, wenn er direkt ins Halbfinale will. Und damit kommen wir direkt zu Q2. Wieder 5 Autos im Grid ganz vorne links. Robin Hay, der bei einer Audi-Mitarbeiteraktion diesen Startplatz gewonnen hat. Scotty, Björn Skotke rechts daneben, dann Thomas Vogt, Andreas Czorsch und Mike Rockenfeller, der einzige DTM-Pilot unter diesen 5. Wie in Q1 kommt der Sieger direkt weiter und die anderen haben sich möglicherweise noch in Q4 die Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Ab geht's, die Ampel ist aus. Alle stürmen los mit ordentlich Qualm an allen 4 Rädern. Quattro wird auch beim e-tron Vision Gran Turismo groß geschrieben. Da gibt's schon die ersten Rangeleien. Thomas Vogt auf Platz 2 der RCCO. Mike Rockenfeller mit dabei. Was da passiert? Ja, Thomas, es hat ein bisschen die Kontrolle verloren und ich habe gedacht, ich komme vorbei. Oh Mann. Tja, ein Platz nach vorne ging es schon wieder für Mike Rockenfeller. Den finden wir jetzt auf Platz 4. Der nächste, der vor ihm ist, ist Thomas Vogt, der da gerade so ein bisschen eine Strafe absitzt. Wir sehen es rot blinken über der Positionsnummer. Scotty auf der 2, der Serienmanager der RCCO eSport Series. Und an der Spitze finden wir immer noch Robin Hay, der junge VIP-Fahrer von Audi, der sehr geübt ist, während Scotty hier gerade einen Ausritt macht. Aber es Thomas Vogt nicht schafft, sich auf die 2 nach vorn zu retten. Erneuter Ausritt von Scotty und diesmal sollte es klappen. Thomas Vogt damit der neue Zweitplatzierte. Bisschen Gerangel noch hin und her. Ich glaube, da muss Frank Bieler nachher noch mal drauf schauen. Oder Frank? Ja, das sollten wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Wir hatten auch in der ersten Schikane, gingen einige etwas weit und da weiß ich nicht, ob man sich nur verbremst hat oder ob es auch da schon Berührungen gab. Auf jeden Fall sollten wir auf die zweite Position nochmal draufschauen. Eins können wir auf jeden Fall schon mit relativer Sicherheit sagen. Es hat so gewisse Vorteile, wenn man von Platz 1 aus ins Rennen geht. Und hier ist Mike Rockenfeller, der sich vorbeidrückt an Scotty, der jetzt nur noch auf der 3. Position, der RCCO Slotcar Champion von 2018 und 19. Der jetzt nur noch auf Platz 3 unterwegs ist. Rockys Heck sieht aber die Chance nutzt nach dem kleinen Ausrutscher neben die Strecke von Mike Rockenfeller und sich erneut Platz 2 holt. Damit gehen wir rein in Runde Nummer 2, während Mike Rockenfeller einmal in die Box fährt. Was ist da los? Ist alles kaputt. Geht nichts mehr. Deswegen fahre ich rein. Du glaubst, dass er schneller ist durch die Box, oder? Nein, aber es ist ja wirklich alles kaputt. Ich habe ja 12 Sekunden Reparatur oder 6 Sekunden, keine Ahnung. Und das kennen wir vom Team Phoenix. Die gewinnen regelmäßig in der DTM den Bierkasten, den Hancock ausschreibt, für den schnellsten Reifenwechsel in der Serie. Und auch hier funktioniert das, glaube ich. Ich glaube, eine Komplettreparatur, Mike, in 12 Sekunden. Ja, war sehr schnell, aber wie gesagt, das Rennen ist natürlich dann gelaufen. Es war schade in der ersten Runde. Ich habe eigentlich versucht, meine Taktik war, mich aus allem rauszuhalten, ist aber irgendwie schief gegangen. Auch Czorsch ist da gerade in der Box, wollte sich auch aus allem raushalten, das Auto jetzt aber wieder glatt gebügelt. Ganz vorne, nach wie vor, Robin Hay, hier sehen wir ihn, fährt da auf den letzten Metern in seinem WRT-Kunden-Audi. Ist er da über alle Berge, 12 Sekunden vor dem Rest der Welt.
Björn Skottke, den wir hier im Bild haben. Mit dem aggressiven Maul vorne, mit den Riesenzähnen im Kühlergrill. Vor dem drittplatzierten Thomas Vogt. Dann finden wir Mike Rockenfeller und Andreas Schorsch auf den Plätzen 4 und 5. Ja, und alle außer dem Sieger, der hat damit direkt den Einzug ins Semifinale gelöst. Können sich über Q4 nochmal qualifizieren. Das gibt dann ein richtiges Gemetzel. 12 Autos am Start und Platz 1 bis Platz 3, die kommen weiter. Robin Hay in jedem Fall, der ist so gut wie sicher sein Vorsprung mittlerweile über 14 Sekunden. Er zeigt den Jungs mal richtig, wo der Hammer hängt. Mike Rockenfeller mit viel Pech nach der Startkollision. Komplett kaputtes Auto, einmal repariert zur Halbzeit dieses kurzen Sprintrennens mit nur 2 Runden. Hier sehen wir den DTM-Piloten auf Platz 4, während der Sieger, während Robin Hay schon über die Linie gefahren ist und damit die Eintrittskarte direkt gelöst hat. Hier durch Lassos nochmal die Bonusmeter. Kommt Scotty auf Platz 2 über die Linie. Thomas Vogt wird Dritter vor Mike Rockenfeller. Und Andreas Schorsch, wenn der sich jetzt nicht noch einen Riesenschnitzer erlaubt auf den letzten Metern. Ja, beobachten wir Mike Rockenfeller, wie er die Linie überquert in diesem Moment. Und Andreas Schorsch, last but not least. Hier das Ergebnis nochmal weiß auf schwarz. Das Q2 war etwas chaotischer. Wir haben auf jeden Fall gesehen, viele hadern noch mit der Strecke hier, die ja vorher nur ausgelost wird. Also schwer, sich darauf vorzubereiten. Mike Rockenfeller war einer der Fahrer, die leider das Pech haben, jetzt durch Q4 zu müssen. Sowas wie den Last Chance Qualifier. Mike, außer den Schaden, was ist dann noch schiefgegangen und wo kommt der Schaden eigentlich her? War echt ein schlechtes Rennen von A bis Z. Der Start war okay. Ich bin ja vom letzten losgefahren. Wollte mich aus allem raushalten. Aber es gibt natürlich immer Leute, die meinen, man müsste in der ersten Kurve so ein Rennen gewinnen. Gerade wenn es 2 Runden geht. Und da war das Auto eigentlich schon rundherum kaputt. Und da habe ich mich entschieden, in die Box zu fahren, weil man ja doch ziemlich viel Zeit verliert, gerade bei so einer langen Runde. Boxenstopp war super alles und dann habe ich die Nerven verloren, habe das Auto auch nochmal weggelegt auf der zweiten Runde. Also war nichts, aber im Endeffekt ist es wurscht, weil man muss gewinnen, sonst bringt es ja nichts. Und jetzt habe ich wieder die Chance. Ich glaube, nachher geht es richtig zur Sache in Q4. Gewinnen war natürlich schwierig, auch mit dem letzten Startplatz und dann der doch schnelle Start hier in Spa. Ich würde sagen, einer der großen Vorteile, Mike, ist, keiner kommt jetzt um die Ecke mit einer Rechnung für das Auto, richtig? Nee, das ist gut. Und es tut auch nichts weh. Also alles ist gut. Das ist das Schöne. Und man drückt einen Knopf und das Auto ist wieder ganz. Also von daher, ja, hat Spaß gemacht. Aber wie gesagt, war ein bisschen schwierig. Ich denke, gleich im Rennen werde ich nochmal richtig angreifen. Jetzt, wo momentan kein echter Motorsport für dich anliegt, bist du neu zum Simracing oder gehört das vorher schon zu deinem Alltag? Naja, so richtig neu bin ich nicht, aber ich habe schon spät angefangen. Also ich habe erst im Herbst letzten Jahres angefangen mit Simracing und mit der PlayStation oder das, was wir jetzt machen, Gran Turismo, habe ich dann wirklich, eigentlich meine Kinder haben das gespielt und denen habe ich jetzt die PlayStation weggenommen und die sitzen weinend in der Ecke und jetzt darf ich hier noch mitspielen. Nee, es ist super, macht Spaß und ist natürlich ein toller Zeitvertreib im Moment. Trotzdem hoffen wir natürlich auch alle, dass wir irgendwann wieder zur Normalität kommen und wieder Rennen fahren. Aber ich glaube, ja, es macht einen wahnsinnigen Spaß und es bietet eine schöne Chance für uns alle, uns zu engagieren und vor allen Dingen das Ganze für einen guten Zweck zu machen. Ja, den guten Zweck sollten wir nicht vergessen und auch, dass hoffentlich die Tränen nicht umsonst vergossen werden. Also hoffe ich, dass wir dich im Superfinale dann wiedersehen. Aber wir haben noch eine weitere Gruppe, die sich qualifizieren möchte und das passiert in Q3. Q3. Leider kein Gastfahrer heute in Q3. Dass man diesen Startplatz ersteigern kann, hat sich wohl noch nicht herumgesprochen. Das dürfte sich ab heute jedoch ändern. Die Pole Position hat so Stefan Waschow mit dem Kundenauto von Phoenix Racing. Dahinter Jamie Green und die beiden Jungs von Abt Sportsline, Nico Müller und Robin Freins, der nach den Testfahrten vor Saisonbeginn zum engeren Favoritenkreis von #RaceHome zählt und in diesem ersten Rennen für ihn viel Arbeit vor sich hat.
Es ist bereitet. Die vier Autos stehen im Grid. Ihr könnt euch ein Losen einkaufen über die Charity-Aktion. Einfach auf Twitch oder auf der Racehome RTTO AG Website spenden. Und dann seid ihr mit dabei in diesem dritten Sprintrennen. Vier Fahrer da mit. Die beiden Audi Sport Abt Sportsline Autos mit Freins und Müller. Und los geht's schon. Vascho hat die Nase vorn. Der Ingenieur, einem Porsche-Partner, der Ex-RTCO-Champion, aber der hat den Schweizer Nico Müller, den DTM-Vize-Champion, im Nacken und der macht richtig Druck. Aber auch Jamie Green, der Brite auf der dritten Position, der macht dem Schweizer da ein bisschen das Leben schwer. Oh, genau, Rouge geht's vor. Man. Da haben wir vor ein paar Jahren einen Mega-Crash gesehen in der DTM. Müller damit nur noch auf der vierten Position. Freins hat profitiert, der schlüpft durch in seinem blauen Aral Ultimate. Design auf die zweite Position. Vascho unter einer Sekunde der Abstand auf den Führenden. Freins also dran, kann den Windschatten nutzen, möglicherweise. Und dann im richtigen Moment zuschlagen. Green auf der 3, Nico Müller auf der vierten Position, aber weit weg von der Musik. Wir haben es hier im Bild gesehen. Vascho kommt langsam unter Druck vom Formel-E-Piloten bei Envision Virgin Racing, dem Audi Sport Kundenteam. Der macht da Druck. Dienstleister Stefan Vascho. Führungsposition. Abstand jetzt 0,3 Sekunden knapp. Also der Niederländer ist dran, legt in sich zurecht. Und Robin hat ein bisschen Erfahrung im Sim Racing. Und das zeigt sich hier. Er spielt da ein feines Takt. Zwei Runden zu gehen, wie den anderen beiden Q-Sessions 1 und 2 bereit. Schauen über den Heckflügel und jetzt über die Front des Zweitplatzierten. Da ist er dran, geht außen vorbei an Stefan Vascho. Die beiden gleich auf, Rad an Rad. Und Robin Freins drückt sich durch in Runde 1 von 2 hier ins Spa-Francorchamps. Besseren Linie setzt er sich gleich da vorne ab, jetzt durch die Schikane und dann zurück auf Start und Ziel in Richtung La Source. Dieser Haarnadelkurve am Ende der Stadtziel. Damit gehen wir rein in die zweite und letzte Runde. Der drittplatzierte Jamie Green, 2,5 Sekunden weg von Stefan Vascho auf Platz 2. Vascho orientiert sich nach vorn. Robin Freins jetzt 0,7. Der Abstand des Zweitplatzierten auf den Führenden. Auf den Niederländer, den wir hier im Bild sehen. Tolles Design. In Richtung Le Camp. Und dann geht es den Berg wieder hinunter durch Malmö, die Rivage. Diese ganzen bekannten Kurvennamen hier auf der Ardennen-Achterbahn, die kennen die DTM-Fahrer. Natürlich nicht nur aus der DTM, sondern aus den GT-Rennen. Den Vascho eine weitere Position verloren. Jamie Green hat sich vorbeigedrückt. Der DTM-Routinier jetzt auf der zweiten Position. Allerdings sein Rückstand auf Robin Freins, den Führenden. 2,5 Sekunden aktuell. Tendenz steigend. Damit muss auch Jamie Green voraussichtlich in Q4 nochmal rein. In dieses lange Qualifying-Rennen, was wir noch haben mit 12 Autos. Dann 5 Runden insgesamt gefahren werden und die ersten 3 weiterkommen ins Halbfinalrennen. Schauen wir auf Nico Müller. Weit ab. Besser nicht. Auf der vierten Position unterwegs ist Nico. Was los? Saft aus. Kadeplatt. War mal in der Box, wusste aber nicht, wo ich anzuwählen habe, die Kiste zu reparieren und bin wieder mit der kaputten Karre rausgefahren. Na gut. Optimal. Sowas kann bei der Premiere passieren, nicht ganz so optimal. Hier sehen wir es, also da blinkt unten im Bild ordentlich in der Mitte und an der Front. Der Motor sitzt hinten und vorne. Ich glaube, der Motor hat nichts, aber trotzdem durch die Boxendurchfahrt richtig Boden verloren. Freins in jedem Fall siegt in diesem Q3 vor Jamie Green, Stefan Vascho und Nico Müller kommt auf Platz 4 über die Linie. Aber im Halbfinale ist Robin Freins schon mal ganz sicher.
Hier sehen wir Nico Müller auf den letzten Metern. Hat er wirklich zu kämpfen. Das Auto ja, fällt schon fast auseinander. Und dann kommt auch der Schweizer, der DTM-Vize-Champion. Auch Q4, der Last Chance Qualifier, ist jetzt vorbei und damit die letzten Tickets vergeben. Für einige Fahrer hat es hier in Runde 1 nicht gereicht. Einer davon, Luke Duval. Luke, tell us why it was enough for you in Q4. It looked like you finally had the hang on to it and you could really drive a bit quicker than you, what I've shown before, but it still wasn't enough, right? Yeah, I just need some training. I mean, obviously, I mean, I'm not at the level for the moment, so just need practice a little bit more. It's all about a question of time and doing things. But yeah, I mean, it's quite fun to be honest. But definitely, just not at the level. So I try to keep up with the guys. I try to improve during the day, and then that's it. We'll see. You know, I mean, it's only the first race. So let's see what comes up later on during the season. I would say. And we all know practice makes perfect. And you said already you're not there yet at your absolute limit. How long will that take? Do you plan it out for race two of the season already so you can strike back hot? The problem is to catch the other guys. I mean, I'm sure they will not stop training. So that's the thing. I have to do more hours than then. And yeah, we'll see. You know, I'm sure it's going to be some late nights to be able to catch up a little bit. Thanks for taking part though and better luck next time. Und damit gehen wir rüber zu der einzigen Frau im Fahrerfeld. Wir freuen uns ja immer, wenn wir Diversity auch wirklich zeigen können, auch im Sim-Racing. Bettina, auch für dich ging es leider nach dem Q4 nicht mehr weiter. Zwischenzeitlich sah es sehr, sehr ordentlich aus, aber dann war diese eine Dreher da. Was ist da genau schiefgelaufen? Ja, sowohl im Qualifying als auch jetzt im Rennen war ich immer irgendwie in irgendeine Kollision verwickelt, was mich dann total aus dem Rennen rausgenommen hat. Das Auto war komplett beschädigt, sodass ich, glaube ich, 12 Sekunden in der Box stand. Ja, und dann kommen dann halt noch so Leichtsinnsfehler wie irgendein Dreher bei rum und dann, ja, war es das leider. Andrea gehört natürlich dazu, auch dieses Fahren nun mal am Limit, da kann das sehr, sehr schnell passieren. Wegen dem Schaden, glaubst du, da war ein bisschen Absicht dabei? Glaubst du, die Jungs sind noch ein bisschen zu hart hier? Müssen wir da mehr eingreifen? Muss Frank mal wirklich den Hammer raushängen lassen? Nein, ich glaube, es ist für uns alle noch neu. Und es ist am Anfang einfach, ich denke, wie im richtigen Rennen, ein bisschen unübersichtlich. Und dann passiert das einfach mal. Also ich glaube nicht, dass da böse Absicht dahinter steckt. Das wollen wir doch hoffen, dass sie sich alle benehmen können. Du weißt, Corona-Krise, wir sitzen alle zu Hause, deswegen haben wir das Vergnügen, das hier alles zu machen. Was hat sich in deinem Leben so bisher geändert? Ja, auch ich bin nicht mehr an den Rennstrecken unterwegs. Auch ich sitze jetzt eigentlich zu Hause, was ja prinzipiell, also wir wissen ja, es hat alles seinen guten Sinn, dass wir jetzt eben verzichten müssen, zu den Rennen zu gehen. Aber natürlich, ja, freue auch ich mich, wenn es hoffentlich bald wieder losgeht. Aber ich denke, wir haben hier eine coole Sache, eine spaßige Sache gefunden, die uns die Zeit, während wir warten, ein bisschen eher versüßt sozusagen. Genau, damit es nicht langweilig wird, Hashtag Race Home. Und ich wünsche auch dir mehr Erfolg dann in Runde 2 beim nächsten Mal. Ich bin mir sicher, das funktioniert. Und damit haben wir alle Cues aus dem Weg, 1 bis 4, alles weg. Und wir können ins Halbfinale starten. Bevor wir aber ins erste Halbfinale gehen, wäre es natürlich nicht schlecht, ein bisschen Licht zu werfen auf die Akteure, die wir hier im Grid haben. Und dafür haben wir ein kleines Video für euch vorbereitet, wo wir ein bisschen mehr über René Rast und Michael Niemas erfahren. Denkst du an die DTM, denkst du an René Rast, zweimaliger Champion. Michael Niemas, noch ungeschlagen nach 6 Rennen der neuen RCCO eSport Series. Er gilt als einer der besten Modellbauer Deutschlands. Niemas Racecars aus Biebesheim am Rhein. Es ist jedoch nicht nur Design. Ich bin früher Radrennen gefahren und habe dann irgendwie über das Fernsehen die Leidenschaft für den Motorsport entwickelt. Habe Rennen angeguckt, meine Lizenz gemacht. Bin dann im Langstreckenpokal gefahren auf der Nordschleife. Das nicht ganz unerfolgreich. Bin dann relativ zügig in ein Formel-Cockpit gekommen, in der Formel BMW. Bin da gegen Sebastian Vettel und die ganzen anderen Chaoten Rennen gefahren. Und ja, habe mich dann aber entschieden, erst den Berufsweg einzuschlagen, um dann später noch bei Kartrennen unter anderem die AVD Kart Trophy zu gewinnen.
Ich finde E-Sport mega und habe das auch schon verfolgt, aber nie so richtig angegangen, dass ich da auch online Rennen gefahren bin und habe das jetzt zum ersten Mal auch über die RCCO gemacht. Und spannend hier finde ich ist einfach, dass jeder das gleiche Material hat. Das heißt, es gibt da keine Nachteile für niemanden. Und deswegen denke ich, dass das sehr viel Chancengleichheit bietet und damit auch sehr nachhaltigen Sport. Rast ist schon von jeher großer Freund des Simracing. Der Simulator ist heutzutage ein großer Teil unserer Vorbereitung. Wir haben einen bei Audi Sport, einen beim Team Rosberg und ich habe auch selbst einen zu Hause. Normal verbringe ich einen Tag bei Audi und einen bei Rosberg vor einem Rennwochenende, aber wenn ich merke, dass ich noch mehr Runden brauche, benutze ich meinen eigenen Simulator für zusätzliche Prozeduren. Vielleicht auch deshalb gewann Rast am Sonntag auch direkt das Testrennen. Wir kommen zum Last Chance Qualifying. 11 Autos stehen hier, alle, die nicht gewonnen haben in den Vorläufen. Q1 bis 3 haben jetzt die Möglichkeit. Die Top 3 kommen weiter in das Semifinale. 5 Runden stehen an und wir warten auf die Ampel. René Rast auf Pole Position. Vorne links im Bild. Jetzt ist grün. Jetzt geht's los. Lüg. Scotty auf Platz 2. Da hinten schwärmen sie weit aus. Vascho macht da Position gut. Niemals jetzt auf der zweiten Position. Hey guys, this is bullshit. Honestly. Der Nicht-Rennfahrer, will ich jetzt mal sagen. Does everybody drive into each other? That's ridiculous. Etwas aufgeregt, ob der Situation da auf den ersten Metern, in den ersten Kurven. Druck auf Niemas, den Zweitplatzierten von Scotty, der geht vorbei. Damit Niemas jetzt nur noch auf Platz 3, ungeachtet des Kampfes. An der Spitze der zweifache DTM-Champion, Mr. DTM, René Rast. 6 Siege in Folge hat er geholt. Thomas Vogt ist da am Straucheln. Was ist los, Thomas? Stefan Vascho geschaut haben auf der 5. Position. Jetzt das Feld von vorne. Mit Rast, Scotty, Niemas auf der 3. Dann Jenny Green, der DTM-Pilot, auf der 4. Position. Platztausch auf den Positionen 2 und 3. Vascho auf 5, dann Rockenfeller. Bettina Schuller, die Lady, auf der 7. Position. Und Loic Duval ganz hinten. Ja, denkst du? Bettina Schuller auf Abwägen. Kurz mal eingeplankt. Da gucken wir weit nach hinten ins Grid. George jetzt auf der 9. Position. Der Bildredakteur und DTM-Journalist. Der Blick vorne aufs Feld. Runde 1 von 5 beendet. Jamie Green auf Abwägen. Steckt sein e-tron da mal kurz in die Streckenbegrenzung. Heftig am Straucheln. Da wird wohl ein Boxenbesuch nötig sein. Es geht aber hier bei Gran Turismo in 12 Sekunden. Loic Duval mit schönem Drift in Richtung Start und Ziel auf der 5. Position, kriegt aber eine Strafe, wenn er die Strecke kurz verlassen hat. Stefan Vascho, der Ball zum Service, genauso wie auch Jamie Green, der wie alle Fahrer in seinem Design unterwegs ist. René Rast vorne. Nach wie vor. René, wie fühlt sich da vorne an? Ganz entspannt. Ja, noch alles entspannt. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Boxenstops anfangen. Schon passiert. Ja, zumindest die zum Reparieren. Die Reifen bei dir schauen noch ganz gut aus, René, aber auch gerade mal kurz neben der Strecke. Also kleine Strafe gibt's trotzdem. Wir sehen das Auto, keine Beschädigungen. Start in Führung gesetzt. Und sich bislang zumindest nicht einholen lassen. Scotty auf der 3. Position.
4,5 Sekunden zurück auf Mike Rockenfeller, den aktuell Drittplatzierten. Damit hätte Rocky die Eintrittskarte gelöst. Aber Scotty kommt da, will sich außen vorbeidrücken. Klappt nicht, jetzt auf der Innenbahn, aber auch da kontert Rocky. Und behält seinen gelb-blauen Fond. Loic Duval, den finden wir hier auf der fünften Position. Fuck! Kleine Strafe bekommen. Klasse, diese Kurve. Nico, I have the same as you had in the quali before. Car completely untried. Yeah. Me too, again. Oh, shit. I was thinking about pitting after that one, but I decided to continue and that was a mistake. I think I pit again. Yeah, I knew that. Und für den führenden Renny Rast wird die Luft deutlich dünner. Michael Niemas kommt da in großen Schritten ran, war eben schon mal in Schlagdistanz. Kurz bevor es über die Ziellinie ging, jetzt in Richtung En Rouge, kann sich Renny Rast da vorne wieder etwas absetzen. 0,6 Sekunden aktuell der Vorsprung beim Überqueren des Baches. Des roten Baches, wie er so schön heißt. Zwei Zehntel jetzt noch. Niemas und Rast und er schiebt sich da langsam vorbei auf der Camel Straight. Aber auf der Außenbahn, da hat René Rast die deutlich besseren Karten. Fährt da innen über die Curbs, der Poller wackelt und Rast behält die Nase vorn. Hat schon jemand gestoppt? Ja, einige zum Reparieren, aber so einen richtigen Reifenstopp gab es noch keinen, René. Okay. Ach, shit. Armo? I did the same like you. Hast du weggedrückt? Ja, scheiße. Egal. Sorry. Das kann passieren, ist Nico in Q3 passiert. Also einfach durch die Boxengasse gefahren, ohne zu reparieren. Das wird eine harte Runde, das werden harte 7 Kilometer, Thomas. Ja, yeah, absolut. Ein Desasterrennen. Glück! Duval gegen Müller. Ja, Müller zieht da den Kürzeren. Nico, was ist da los? Ja, ich muss, glaube ich, mal wieder in die Box. Das Ding ist schief. Ja. Was sagen deine Reifen? Ja, die wären okay, aber ich glaube, sonst ist es nicht so top da. Da blinkt es auf jeden Fall wieder rot. Unten in der Grafik blinkt einiges an deinem Auto. Die Reifen, die weißen Balken, die haben nur so einen kleinen roten Anschnitt oben. Das heißt also, die Pneus wären soweit in Ordnung. Aber der Rest des Autos ist da heftig beschädigt. Da blinkt es in der Mitte und in der Front. Aber trotzdem, Nico hält sich da wacker auf der achten Position. Aber Bettina kommt hinten in großen Schritten ran. Lady im Feld. Eine Stunde lang zufällig Spa-Francorchamps heute Morgen noch geübt. Und damit schickt sie sich an, den DTM-Vize-Champion hinter sich zu lassen. Ja, Nico hilft da noch so ein bisschen, fährt neben die Strecke, gibt eigentlich eine Strafe, aber dann biegt er ab in die Boxengasse. Damit ist Bettina auf der 7. Position. Und René Rast nach wie vor auf Platz 1. Mittlerweile hat er sich seinen Verfolger etwas Michael hat einen Boxenstopp gemacht. Schütteln können. Ah, oder so. Wie ein Undercut. Runde 4 von 5. Also René, du hast ordentlich gehaushaltet. So kennen wir es aus der DTM mit deinen Reifen. Du kannst ja ein Rennen durchfahren. Klappt auch an der PlayStation. Schauen wir mal, ob es klappt. Das Zickzackfahren, lag das gerade an deinem Controller oder weil dein Auto beschädigt ist? Meinst du mich? Ja. Das liegt am Controller. Ja, bist du entweder gehandicapt? Man kann nur links, rechts, nur voll immer einlenken. Also ganz dosieren ist das schwierig. Aber ich hätte Reifen wechseln sollen. Trotzdem reicht's. 4,5 Sekunden aktueller Vorsprung auf Michael Niemas, Mike Rockenfeller. Den nee, er ist vorbei. Auf der dritten Position. Oh, Niemas jetzt in Führung gegangen. René Rast hinter sich gelassen. Kleiner Fehler, kurz neben der Strecke gewesen. Mike, und hast du gestoppt? Gibt's ja eine Strafe. Ja, aber
Achso, du bist vor mir, ja, ich sehe es gerade. Das Problem ist, ich hatte auch Schaden, weißt du? Ja. Ja, und Scotty kommt langsam von hinten, Mike, und macht richtig Druck von Platz 4. Oh ja, schauen wir mal. Anfahren ist ja das eine, ne, und vorbei das andere. Und das gilt beim virtuellen Racing genauso wie in der Realität. Jamie Green auf Platz 5, den haben wir gerade kurz im Bild gehabt. Hier Lasurs und der Kampf um die Positionen 1 und 2. René Rast, der jetzt dran ist an Michael Niemers. Niemers, die letzten Vorrennen schon gewonnen. Unter den Simracern hier in der RCCO scheint er das Maß aller Dinge zu sein. Der Modellbaukünstler, der bekannt wurde durch eine Doku auf Welt. Einer der Top-Favoriten auf den ersten E-Sport-Titel. Der ehemalige Rennfahrer, der in der Formel BMW unterwegs gewesen ist. Und Bekanntschaft gab es schon da vor einigen Jahren mit René Rast. Der hat nämlich den Formel BMW-Renner von Michael Niemers übernommen. Waschow auf der 6 und Loic Duval auf der 7. Position. Duval mit Strafe. Und die nächste sammelt er da wieder, weil er mit allen Rädern neben der Strecke hier auf der Ardennen-Achterbahn unterwegs gewesen ist. Bettina Schuller gerade im Bild. Schönes, auffälliges Design in Blau. Ihres e-tron Vision GT. Letzten Mal den Berg hinunter in Richtung Rivage. Die Reifen bei René Rast mittlerweile sichtlich in Mitleidenschaft gezogen. Links unten in der Grafik gut zu erkennen. Ja, die Reifen sind fertig. Das ist schön, dass du noch lachen kannst. In jedem Fall bist du mit Platz 2 im Semifinale gleich dabei. Einer der 6 Teilnehmer neben den 3 Siegern von Q1 bis Q3 Top 3 Platzierten, die gleich noch Einzug halten werden. Mit dabei ist aktuell auch Mike Rockenfeller. Jetzt nur kein Fehler mehr auf den letzten Metern, Mike. Alles gut. Derweil fährt Michael Niemers Ziel. René Rast wird Zweiter und Mike Rockenfeller wird Dritter. Nicht mit dabei im Halbfinale sind Scotty, Jamie Green, Stefan Waschow, Loic Duval und leider Bettina Schuller. Aber hier wird noch um Positionen gefightet. Stefan Waschow versucht noch den Angriff auf Jamie Green, muss sich aber am Ende mit Platz 6 zufrieden geben. Ja, und von wegen. Bettina Schuller kommt auf 8 über die Linie und dahinter finden wir noch Nico Müller auf der 9. Position, Andreas Czorsch auf Platz 10 und Thomas Vogt auf dem 11. von 11 Plätzen. Ab jetzt wird's richtig spannend. Ab jetzt gibt's Punkte. Es sind 2 Runden zu gehen in diesem Halbfinale hier in Spa-Francorchamps. 10 Punkte, 6 Punkte, 4 Punkte für die ersten 3 Plätze. 6 Autos im Grid und 2 kommen weiter dann zum Superfinal, bei dem jeweils bzw. nur noch eine Runde gefahren wird. Aber jetzt erstmal 2 Runden in Spa-Francorchamps mit dem Sieger aus Q1 auf der Pole. Franzose Alexis Chambon setzt sich da gleich super ab. Robin Freins auf der Außenbahn in Lasurs durch. Damit der Niederländer jetzt in Führung. Die ersten 2 kommen ins Superfinale weiter. Franzose jetzt nur noch auf Platz 2. Michael Niemers auf der 3 vor René Rast, der mal dran ist. Und Robin Hay, der Audi VIP-Fahrer, den finden wir momentan auf der 5. Position vor Mike Rockenfeller, der sich die Kollegen gerade zurechtlegt. Angriff an der Spitze. Der Franz
französische Simracing-Pilot, der den Designwettbewerb gewonnen hat, hatte kurz die Nase vorbeigeschoben an Robin Freins, aber der Niederländer hat sich wieder auf die Führungsposition nach vorn gekämpft. Erneuter Angriff auf der Innenbahn. Da lässt sich Robin Freins immer gern etwas weiter raustragen. Das gibt dann allen Gegnern die Chance zum Angriff. Er schiebt sich da vorne wieder zusammen. René Rast im Fadenkreuz von Michael Niemers, dem Viertplatzierten. Und trotz Strafe hält sich René Wacker auf Platz 3. Der Angriff erneut an der Spitze. Aber Freins kommt mit einem blauen Auge davon. Und mal vorne weg. Michael Niemers außen durch. René Rast nur noch auf Platz 4. War das dein Schrei gerade? Das war mein Schrei. Ich wollte eigentlich die beiden nach vorne fangen. Versuch's einfach nochmal. Eine Runde hast du auf jeden Fall noch Zeit. Das ist der Führende. Jetzt ist vorbei. Beziehungsweise das Führungsduo. Rast ebenfalls mit einem Controller. Macht's natürlich nicht unbedingt leichter, auch nicht für einen zweifachen DTM-Champion. Alter, was machen wir hier? Du lässt dich gerade von Rocky überholen, so wie es ausschaut. Michael Niemers auf Platz 3 etwas abgeschlagen, dahinter Rast und Rockenfeller, die ständig die Plätze hin und her wechseln. Hier sehen wir die Heckkamera von Rocky. René duckt sich da so ein bisschen an der Mauer durch Lassos, durch Eau Rouge, jetzt auf der Camel Straight. Abstand wird größer. Rocky setzt sich da ein bisschen ab auf Platz 4. Dafür gibt es immerhin 3 Punkte für die Meisterschaft. Insgesamt, und da gibt es heftige Rempeleien. Rocky und Niemers kommen da dicht zusammen. Was sagt unser Renndirektor dazu, Frank Bieler? Ja, Rocky hat schon ziemlich hart eingestiegen, aber ich denke mal, es gab keinen Positionswechsel, beide Fahrzeuge scheinen noch intakt zu sein, von daher greifen wir da jetzt mal nicht ein. Finde ich sehr gut. Freies Fahren auch an der Spitze. Freins unter Druck vom Franzosen, von Alexis Chambon, der da richtig Druck macht auf den Niederländer. Robin in jedem Fall Spaß gefunden am Simracing. Ist auch richtig gut unterwegs, aber der Franzose, Gewinner des Design Contests, aus Frankreich, aber seine Fahrerwertung A+, also der ist richtig gut dabei beim Sim Racing. Das stellt er hier einmal mehr unter Beweis. Das ist der Sieg im Vorlauf. Jetzt möglicherweise der Einzug in das Superfinale. Nur noch wenige Meter zu gehen in dieser zweiten und letzten Runde. Rocky etwas abgeschlagen auf der dritten Position, aber 4 Punkte gibt es dafür allemal. Und damit kommen die ersten über die Linie. Freins siegt vor Bonbon Rocky. Niemals was für Scheiße, auf Platz 5. Leck und was ein Rennen, Alter. Oh, du Michael. Kipp mal völlig platt, ey. Ja, aber Michael, ich hab dich nicht berührt. Du bist auf den Curb, fährst dann quer, wirst zum Geist und dann, verstehst du, dann bist du dahinter. Ich war dann dahinter, dann auf einmal bist du wieder richtig, puff. Aber du, verstehst du? Das ist gut möglich, nur die Karre ist, der René ist mir am Anfang reingefahren und dann lief das Ding nicht mehr. Der hat hinten nur geblinkt, weißt du? Was bin ich? Nee. Du bist mir reingefahren. So, start finish, start of the lap, go to first corner, Las Sources, also the slowest corner of the track. Important to have a good exit because there's a very long straight coming after, also the famous Eau Rouge, which is just not flat in this car. Just a little lift. And then you have this very, very long straight, which goes slightly uphill, so Slipstream does a big thing. Then you have those chicanes,
which a good flow is important. If you do a mistake at the first one, you lose a lot of time in the second and third. Then you have this right hand 180 degrees, which goes downhill. Slow each corner, always has some understeer. Very difficult one, one of the difficult ones of the track. 90 degrees left hander, also quite important to have a good exit. Go to Courhorn, double left hander, one of the quickest corners of the track. And just after the apex is flat, then we have called Piefbach, we call it. It's right left chicane, big one. Also, again, a good close is important. Then you have 90 degrees right-hander before you go on the back straight. Again, the second one is just not flat, just a little lift. And then you have the very, very long long straight, which goes to Blanchimont, which is also just not flat in this car. Just a little lift. Then you go to the last chicane, the bus stop. Also very slow chicane. Good for overtaking opportunities. And then that's one lap. Das erste Superfinale in der Premierensaison der RCCO eSport AG Hashtag RaceHome mit den beiden Protagonisten Robin Freins und Alexis Chambon, dem Gewinner des Designwettbewerbs. Robin Freins ist in Rennfahrerkreisen ja durchaus bekannt, unterwegs in der DTM und in der Formel E. Er steht auf Pole. Jetzt gilt es, eine Runde zu fahren, 7,004 Kilometer auf der Ardennen-Achterbahn. Und dann entscheidet sich, wer bekommt die 10 Punkte für den Sieg und wer wird Zweiter und heimst 6 Punkte ein. Der Franzose hat jetzt erstmal die Nase vorne, aber Freins auf der besseren Linie in Lassur. Es geht eben durch und auf dem Bergabstück in Richtung Rouge hat der Niederländer die Nase vorn, aber dicht dahinter im Windschatten duckt sich der Franzose. Chambon findet da erstmal keinen Weg vorbei, möglicherweise gleich auf der Camel Straight, setzt sich hier schon mal daneben und zieht durch. Die nächste Kurve geht aber nach rechts, damit hat Freins erneut einen Vorteil. Den nutzt er aber nicht so richtig. Die beiden da direkt nebeneinander durch die Kurve. Also wirklich zwei verdiente Protagonisten in diesem ersten Superfinale der RCCO eSport Race Home Serie. Der ersten von 10 Veranstaltungen. Jetzt hat sich der Franzose vorbeigeschoben. Jetzt hätte er mal die 10 Punkte in der Tasche, aber Freins will sich damit natürlich nicht zufrieden geben. Erneut anzieht, aber erstmal zurück. Jetzt im Windschatten bremst sich ran, zieht nochmal zurück. Bergab. Diese Achterbahn in den Ardennen. Deutlich in Schlagdistanz, aber von Mike Rockenfeller vorhin schon gehört, rankommen, das eine, vorbeikommen, das andere. Hier versucht das auf der Außenbahn und setzt sich wieder in Führung. Bringt damit den französischen Gaststarter auf die zweite Position, den Sim-Racing-Piloten. Jetzt aber großer Fehler in der Busstop und damit schenkt er ihm den Sieg. Robin Freins nur auf der zweiten Position und der Sieger der ersten Veranstaltung heißt Alexis Chambon. Gratulation an den Franzosen. Bravo. Well done. Yeah, that's a very great races with a good feeling. I'm a little bit lucky because the Spa is one of my favorite tracks. So it's more easy than anything on a
always a track, you know. Yeah, that's a great great moment. We have two racing against real driver and other sim racer. So it's a great experience and thank you. Fantastische Rennaction, die uns Spa hier geboten hat in Runde Nummer 1 und damit auch unseren ersten verdienten Gewinner Roman Freins. Leider nur Zweiter geworden, aber Oliver, was für Manöver wir dort sind. Ich habe das Gefühl, mit jedem einzelnen Rennen, mit jeder einzelnen Runde, die wir hier gefahren sind, es ist nur noch besser geworden. Ja, ich denke, die müssen sich alle erstmal dran gewöhnen, ob die Simracer oder die DTM-Piloten, die ja normalerweise in richtigen Rennautos sitzen würden. Aber ich denke, das Konzept hat sich in jedem Fall ausgezahlt, das Potenzial gezeigt, was drinsteckt, jetzt schon gleich bei der ersten von 10 Veranstaltungen. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Kurzes, knackiges Rennformat und ich denke, der ein oder andere kommt mit seinem Controller beim nächsten Mal auch noch deutlich besser zurecht. Also auf gar keinen Fall verpassen. Nächste Woche geht es nämlich schon weiter, am 28.04. dann der zweite von 10 Läufen. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Danke dir, René. Und ich sage mal, bis nächste Woche.